Eben, ich möchte Sie im Namen des Vitra Design Museums herzlich zu diesem Talk heute Abend begrüßen. Toll, dass Sie gekommen sind, trotz dieser hohen Temperaturen. Heute ist unser Gast Thomas Gröger, der hier in der ersten Reihe sitzt. Die Veranstaltung heute Abend ist eine Kooperation mit der Architese. Jörg Himmelreich, der Chefredakteur, steht schon neben mir und sie ist Teil der Serie Architese Kontext. Es ist schon die zweite Veranstaltung, die wir miteinander machen. Wer damals dabei war, erinnert sich bestimmt noch gut an unseren Talk mit Arno Brandlhuber im Dezember 2017. Da war es hier ein angenehmeres Klima. Ich möchte mich eben sehr bedanken. Ich habe uns sehr gefreut, als Sie uns wieder angefragt hatten für eine Kooperation wieder mit einem Vortragenden aus Berlin, der wieder sehr spannend ist. Und ich würde es einfach gleich an Sie übergeben, um weiter Leute vorzustellen. Tipptopp, also der Dank gilt natürlich auch von uns an Sie und an euch, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Das ist ein super Ort, eben die Hitze mag jetzt dazu führen, dass wir nicht ganz einen vollen Saal haben wie bei Manu, aber wir haben die Getränke und ich glaube damit und auch mit der Klimaanlage werden wir das gut überstehen und ich denke, der Vortrag wird erfrischend sein. Wir sehen viel Grün, das kommt sicher gut. Danke Katrin Hager von Vitra. Ich möchte mich auch bedanken bei Euroboden, die den Anlass sponsern. Wir haben den Stefan Högelmeier hier. Er wird gleich vor dem Vortrag von Thomas Gröger wird er 10 Minuten was über seine Arbeit sagen. Sie und ihr werdet dann nachher hören, was auch dort die Zusammenhänge sind. Dann nicht vergessen, bei dem Tisch da draußen vorbeizugehen. Da gibt es die neue Architese. Der Event hat ja auch einen Zusammenhang mit dem neuen Heft, wo es um Rückzug geht. Auch da werdet ihr und werden Sie gleich merken, was der Zusammenhang ist. Thomas Gröger hat auch ein Interview gegeben, genau, in der neuen Ausgabe, wo uns genau diese Frage interessiert hat, wenn Städte immer dichter werden. Das ist ja jetzt das Primat der Stunde und das andere Primat, was es gibt oder die Forderung ist, dass wir immer mehr Begegnung stimulieren, weil es so diese Idee gibt, dass wir immer einsamer werden, weil sich die Familienstrukturen verändern und wir haben mit dem Heft eigentlich einer Gegenbewegung nachgespürt. Wir haben eigentlich das Gefühl gehabt, wenn man nicht den Architekturdiskurs folgt, sondern dem Lifestyle-Diskurs, dass eigentlich die Sehnsucht nach Rückzug gerade größer ist als die nach Interaktion. Da gibt es sicherlich gleich Berührungspunkte mit dem, was wir sehen, weil dann erarbeiten eben sowohl mit der Stadt als auch mit dem Land und auch der Frage von dem Zusammenspiel zu tun haben. Ich lese nur noch deine Biografie vor, das mache ich ganz schnell. Studium habe ich gerade ausgelassen, es geht los mit der Bürogründung 2001 in Berlin, hatte im Anschluss an Mitarbeiten bei Norman Foster in London und Max Duller eben sein eigenes Büro gegründet. Sein Team hat zahlreiche Bauherren in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern gebaut, werden von ihm Privathäuser, Galerien, Museen, Büro, Wohngebäude und Schulhäuser. Thomas unterrichtet auch. Von 2011 bis 2013 war er Gastprofessor an der School of Architecture der Northeastern University of Boston. Er war Gastprofessor an der Hochschule für Technik in Stuttgart und seit 2019 ist er Professor für Baukunst an der Kunstakademie für Düsseldorf. So, jetzt darfst du. Vielen Dank. Guten Abend und ja, vielen Dank für die tolle Einladung. Und ich fange jetzt anders als das Projekt in der Stadt direkt auf dem Lande an. Das waren unsere ersten Projekte, über die wir, glaube ich, überhaupt erst wahrgenommen wurden. Und das Grundinteresse des Büros ist es aber immer, mit Typologien zu arbeiten. Und es gibt sozusagen in allen Maßstäben eine Fülle von Typologien, die wir versuchen zu schärfen und weiterzuentwickeln und meist über Reisen. Und die sozusagen ein Archiv, das sich angelegt hat über viele Fotografien, die man auf Reisen gemacht hat, sozusagen zu befremdeln aus der kontextuell entwickelten Typologie. Und das starte ich vielleicht in der Uckermark. Wir haben da im Moment 8 Projekte, 4 sind fertiggestellt. Und ich wollte davon also die ersten zeigen. Die Uckermark ist eine Endmoränenlandschaft, die eiszeitlich geprägt ist und was ansonsten, Berlin ist ja ein komplettes Flachland, aber dort beginnt es so fast erotische Hügel zu geben mit unglaublich vielen Seen, mit Wäldern,
Und es ist auch die am wenigsten dicht besiedelte Landschaft in ganz Deutschland. Das ist zum Beispiel der Oberuckersee, ist ein eiszeitlich geprägter See. Und man findet kleine Bauernhäuser, die immer zwischen kleinen Söllen liegen. Das sind Untiefen, die landwirtschaftlich nicht zu bearbeiten sind. Und die machen diese Landschaft fast englisch kleinteilig. Das ist sehr besonders. Ich würde mit einem Projekt starten. Das ist das Werkhaus, was am Rande einer Ortschaft in Gerswalde liegt. Und das, der Auftraggeber war ein Tischler. Und mit diesem Tischler hatte ich 10 Jahre zuvor einen Möbelausbau für eine Wohnung gemacht. Und dann rief er irgendwann an und sagt, so, jetzt ist Schluss in Berlin. Der Mietvertrag läuft aus und ich kann mir gar nichts Neues mehr leisten. Und ich habe da aber was anderes vor. Und der hat an so einem leichten, welligen Hügel hat der eine ehemalige Schlosserei, eine VEB-Schlosserei erworben, die so aussah. Und er sagt so, das ist es und hier ist mein Traum und ich möchte hier nicht nur arbeiten, sondern ich möchte auch meine Produkte zeigen. Der hat aus Vollholz, Massivholzmöbel entwickelt und dort den Traum gehabt, sie herzustellen und auch ein Showroom zu haben. Und weil er ein Einzelkämpfer ist, brauchte er noch eine Einliegerwohnung, wo er jemand hat, die ihn sozusagen verpflegen und die Mannschaft bekochen sollte. Es ist ein dreiteiliges Gebäude daraus entstanden, der Werkstattteil als höchster Gebäudeteil. Der zweite Teil hat nur funktioniert über einen Abbruch. Und vor Kopf wollten wir ursprünglich stehen lassen. Das Einliegerhäuschen hat sich anders entwickelt. Und jeder dieser Teile greift so ein bisschen in den nächsten ein. Hier sieht man, wie die Entwicklung war. Das ist eigentlich das ursprüngliche Gebäudeformat plus das zweite höhere Gebäudeformat. Und den mittleren Teil haben wir über die Traufen einfach so miteinander verschmolzen, dass der mit beiden, einmal mit der Vorderseite Traufe, einmal mit der Hinterseite Traufe, eine Verbindung eingehen sollte. Die Konstruktion des Neubaus ist gewählt zur Hälfte aus einer konventionellen Zimmermannsarbeit und zum anderen aus Nagelbindern. Und diese Nagelbinder hat Gerhard Schütze, der Tischler, dann selbst in der Werkstatt gefertigt, weil das war das Erste, was wir eingerichtet haben, die Geräte. Und vorgefunden beim Abriss war eben so eine Sparkonstruktion aus Nagelbindern. Wir haben dann eine Schablone entwickelt, zusammen mit unserer Tragwerksplanerin und geguckt, wie können wir das eigentlich so ästhetisch machen, dass wenn die Konstruktion hinterher sichtbar ist, weil die klassische Zimmermannskonstruktion wurde versteckt, dass es wie so ein kleiner Waldrand für den Raum, für den Innenraum ergeben sollte. Die Teile wurden gefertigt, erstmal zwischengelagert, der Abbundplan erstellt, die Zimmermannskonstruktion, die klassische, wurde errichtet und dann haben wir die Teile sozusagen aus der Werkstatt geholt und hier entsprechend an die klassische Konstruktion angeschlagen. Wir haben versucht, das Haus mit möglichst rudimentären Mitteln auszustatten. Das heißt, wir haben Gussasphalt, wir haben einfach geputzte Wände. Immer nur die Tischlerarbeiten sind sozusagen fast auf Messerschneide feinst möglich geworden, was einfach dem enormen Wissen von Gerhard Schütze, wie Vollholz reagiert, zu danken ist, weil der Vater war ein Cembalibauer in Heidelberg und daher gab es so eine ganz besondere Affinität zu Massivholz. So ist auch der Alkoven, sozusagen all die Dinge, wo man als Person intim wird, die sind immer in Holz ausgeschlagen oder auch in groberem Holz, die Eingangsloggia. Hier hinten ist der Eingang in die Werkstatt, das ist der Vorraum zum Showroom und gleichzeitig der Aufenthaltsraum für die Mannschaft mit einer kleinen Küche. Von hier aus geht es in den Showroom. Die Farbigkeit ist grün verputzt, genauso grün wie das Haus außen bekleidet ist, mit einem Wellblech und wir haben das Wellblech an den Traufen bombieren lassen, sodass es rund ist, dass wir möglichst detailarm werden und konnten auch den
Dachdecker überzeugen, dass wir keinen Randschutz brauchen, sondern man sieht sozusagen dieses Viertelmillimeter Blech und es steht auch noch so. Und dann haben wir, weil die Werkstatt nach Süden ausgebildet ist, Teile der Bleche perforiert, sodass es zum einen einen Sonnenschutz gibt, der Wind kann dann noch durchstreichen. Und es gab eine ganz schöne Geschichte, weil eben der erste Winter kam und das Blech heizt sich ja beim kleinsten Sonnenstrahl sofort auf und dann schmolz sozusagen das Wasser ab. Und da Wasser, wenn Licht durchfällt, ja sich immer sozusagen in, oder den Effekt hat, dass es das Licht in seine Spektralfarben zerlegt, war das wirklich, als hätte man so einen Diamantvorhang gehabt. Und er meinte, er würde mir das in Rechnung stellen, weil seine Jungs immer nur noch in die Lichtreflexion gucken. So, das ist die Halle, so wie sie tatsächlich hergestellt ist. Und Ziel war, dass wir sozusagen diese grüne Üppigkeit der Umgebungslandschaft und Weichheit, dass wir das genauso weich übersetzen. Und wir haben dann beim Nachbarn alte Lärchenscheunen gefunden, die mit einer groben, unbesäumten Beplankung versehen war. Und so haben wir auch diese. Und so haben wir dann auch unsere Stirnseiten befüllt. Parallel entstanden ist ein Dorf weiter in Pinno, das Schwarze Haus. Das liegt auch an einer Ortsausrandlage und das war ein Acker, als wir das zum ersten Mal gesehen haben, auch mit einem kleinen Söll. Und das Besondere war, dass als man das erste Mal auf dem Grundstück war, dass es zwei sehr unterschiedliche Aussichten gab, nämlich eine weite Landschaft, die sich hügelte und auf der Rückseite gab es sozusagen an einer Aue einen kleinen Bach mit einer Pappelallee. Und diese Pappelallee rauscht einfach und man denkt, man ist an der See, die hat so eine, auch eine ganz starke akustische Wirkung. Und ich selbst habe auch China-Reisen gemacht, aber ich muss sagen, mir ist nie so eine schöne Skizze gelungen wie Jörn Utzon. Das ist eine Skizze von Jörn Utzon, der einfach den chinesischen Tempel zerlegt hat in seinen Sockel und die Bedachung. Und ich hatte dieses Erlebnis in einem Tempel im Himalaya. Und zwar waren dort im Sommer alle Holzverkleidungen weggenommen und man hat das fast schwarze Gebälk dieses Raumes und dann ergibt sich plötzlich eine enorme Horizontalität, über die man die Landschaft fassen kann. Als wir dann die Flöcke gesteckt haben, um das Haus abzustecken, war der Schreck natürlich doch groß, denn wenn bislang so eine Landschaft glänzend ohne eine Zutat auskommt, dann hofft man ja, dass das Resultat auch noch funktioniert. Und die Idee war, die Familie hat sich gewünscht, ein sehr, sehr geselliges Haus. Die brauchten viele Zimmer, um Gäste unterzubringen, haben auch zwei Kinder und die wollten dort auf gar keinen Fall allein sein. Und bekommen haben sie eigentlich ein Einzimmerhaus, was erstmal doch zum Schlucken verleitet hat. Aber die Idee war, dass wir wirklich einen großen Raum anbieten, um dieses Landschaftserlebnis komplett zu haben, dass das Haus auch schwarz wird von innen und dass es vorne einen geselligen Raum gibt mit einem abgesenkten Kaminplatz, einer Essstelle, einer dann niedrigeren Küche und dass alle Funktionen in einem eingestellten Möbel verschwinden, dass sowohl das Mini-Bad nimmt, während aber die Badewanne wieder sozusagen das Erlebnis nach außen hat. Und dann gibt es zwei Alkoven, die versetzt sind, 2x2 Meter Bett mit Schrank und dasselbe sozusagen gespiegelt auf der anderen Seite. Und hier geht der Raum wieder auf bis in den First als Arbeitsraum. Und dann unterteilbar ist es jeweils über Schiebetüren, sodass man sowohl einen Windfang herstellen kann, man kann ein Zimmer herstellen. Und da ja zwei Parteien möglicherweise flanieren wollen oder die Räume unterschiedlich nutzen wollen, geht das dann immer nur auf der eigenen Seite des Alkovens. Hier sieht man das nochmal im Schnitt, das heißt der hohe Raum mit der Feuerstelle, die über die ganze Breite geht, 6 Meter. Und oben gibt es nochmal zwei Zimmer mit jeweils 4 Betten. Da würde ich jetzt einfach durchführen. Ach, eine Besonderheit ist noch die Positionierung der Gauben.
Das ist etwas, was an einer Reise in Texas, da gibt es eben diese amerikanischen Barns und die haben immer ihre Lüftungshütchen direkt oben im First sitzen und nutzen sozusagen, und die rutschen auch manchmal auf die Giebelseite und es ist so eine Reihe von Hüten. Und ich fand das immer wahnsinnig schön, das ist eigentlich auch wie bei Daisy von Walt Disney, auch die hat ja sozusagen in ihrem Hof so eine Bahn mit diesen Lüftungshauben. So sind dann auch die Zimmer ausgebildet. Das heißt, es gibt eigentlich ein Zelt und diese Gaube, die sitzt dann direkt in Achse Bett und ist auf der Rückseite wandbündig mit der Zimmerseite. Die Konstruktion ist im Grunde eine Stabkonstruktion, die wir mit Holz tafelbauweise verfacht haben. So ging es los. Verkleidung, und so liegt es jetzt neben der Typologie des Siedlerhauses, die eigentlich ganz spezifisch überall in der Uckermark zu finden sind. Das sind Gebäude, Nachkriegsgebäude von 1948. Im Grunde ist es ein Eindachbauernhof, wo vorne der Bauer wohnt und hinten ist das Vieh und das Erntegut untergebracht. Und deswegen sind auch die Giebel geschlossen. Eigentlich sozusagen die schönsten Blicke sind geschlossen, weil es reine Funktionsgebäude sind. Und das haben wir auch gemacht. Unsere Giebel sind auch geschlossen. Aber wir haben das Gebäude um 90 Grad gedreht und dadurch haben wir diese offenen Flanken in die Landschaft bekommen. Das sind die Blicke. Die Alkoven und die Zimmer im Dach. Und das ist ja auch Thema, was jetzt in Architese, wer geht dort eigentlich hin und warum können Leute dorthin gehen und was passiert mit denen, die vorher dort waren. Und wir haben da ziemlich früh gestartet mit diesen Sommerfrischen, kann man das fast nennen, weil es sind keine Häuser für Aussteiger, die Stadt verlassen haben, sondern sind im Grunde für Städter Sommerfrischen, die rausfahren, um dort gesellig sein zu wollen. Und in dieser Uckermark sind so viele Berliner ansässig geworden, was auch nur möglich ist, weil die Landwirtschaft, die aus großen VEB-Produktionsanlagen im Grunde sich zusammengesetzt haben, man hatte die Chance verpasst, dass man diese industrielle Agrarwirtschaft verkleinert oder verkleinern hätte können, sondern man hat sie einfach wiederum in große Industriezweige der westlichen Agrarwirtschaft abgegeben. Das heißt, es gab gar keinen Übergang, aber die Leute, die vorher für die VEB-Konzerne zuständig waren, sind überaltert und haben ihre Jobs verloren und sind die nächste Generation ist dann im Grunde in die Stadt abgewandert und die Orte haben sich einfach von alleine entleert. Häuser wurden zu Minipreisen weiterverkauft und so auch Grundstücke. Und das ist im Grunde eine Chance für diese Ortschaften, dass diese Berliner eine neue Nutzung wieder mitbringen. Mittlerweile ist das Haus auch von außen schwarz, weil wir hatten das unbehandelt gelassen. Und wiederum ein Ort weiter in Fergitz, vielleicht noch ein drittes, was auch hier wieder so eine Art Bullerbü-Landschaft. Eine Scheune, so haben wir sie vorgefunden, ein riesen ehemaliger Funktionsbau, der hier sein großes Tor hatte als Kuhstall, dann auch als Siedlerhaus umgenutzt. Das heißt, jeweils in den Köpfen auf dieser Seite und auf der Rückseite hat eine Familie gewohnt und dazwischen war das Vieh. So sah die Rückseite aus. Hier sieht man noch die alten Kappen von den Fenstern. Wir haben das Ding dann wirklich ziemlich auseinandernehmen müssen. Das Holzschutzgutachten sagte, 30% des Holzes muss getauscht werden. Wir sind dann bei 70 am Ende rausgegangen. Und durch die Viehnutzung waren eigentlich auch alle Hölzer mit Insekten zerfressen. Das Projekt hat 4 Jahre gedauert. Mit unzähligen Aufmaßen. Und wir haben dann die Wand aufgebrochen, eine Zwischenkonstruktion gestellt, um die vormals hier an den Stellen jeweils befindlichen Kappen als große Tore auszubilden. Wir haben einen neuen Kamin gebaut.
Und die Idee war eben, dass wir versucht haben, aus den eigenen Mitteln des Hauses wieder neue Qualitäten zu generieren. Plötzlich hat man das Gefühl, man ist in einer viel wertigeren Umgebung. Aber natürlich ist der Ort derselbe geblieben. Und wir wollten auf keinen Fall, dass es Veränderungen zur Ortschaft gibt, aber dass der private Garten, der durfte sozusagen plötzlich etwas Toskanisches bekommen, was die Scheune natürlich vorher nicht hatte. Wir haben dann den geringsten, also das ist die Halle in der Mitte, die unbeheizt ist. Und sozusagen die kleinsten Flächen sind die beheizten Teile, jeweils am Rande. Wir haben das Holz, auch wieder Lärche, ausgelegt, weil wir einfach so viel Zeit hatten beim Bauen, dass sie vorbewittert und nicht ganz so blond ist, wenn sie eingesetzt wird. Und haben Räume zum Teil hochgenommen, um einen anderen Bezug in die Halle zu bekommen und auch einen geschützteren Bezug in die Halle zu bekommen. Aber wenn man das Haus betritt, kommt man eben in der kalten Halle rein, hat hier seine Garderoben und dann kann man in die Innenräume gehen oder geht einfach durch, wie man durch Scheunen eben durchläuft. Die Feuerstelle ist sehr großzügig, man kann die begehen. Es gibt zwei Sitztaschen, sodass man auch bei minus 15 Grad im Winter da draußen einen Ort findet. Und ich gehe jetzt einfach so einmal durch das Haus. Die Innenmaterialien entsprechen den Außenmaterialien der Scheune. Bedingt durch die enorme Gebäudetiefe haben wir Oberlichter eingesetzt. Und damit man diese hässlichen Oberlichter nicht sieht, haben wir eine kleine Futterkrippe auf den Kopf gestellt. Das ist der Wohnraum zur Halle. Das sind die oberen Räume, die Arbeitsräume der Eltern, die Spielräume mit den Alkovenzimmern der Kinder. Die Bäder, dann wollten wir irgendwie so eine Heiterkeit. Wir hatten früher als Kinder, gab es immer so Milch mit Blau Milch draufgeschrieben. Es sollte auch dieses Motiv da sein. Und dann gibt es noch ein Gästehaus, was auch vermietet wird. Und wenn die Eltern kommen, dann, oder die Großeltern kommen, dann finden die dort auch ihren Ort. Das ist diese Stiege. Und da gibt es einen zweigeschossigen Wohnraum mit einer Schlafkammer und auch eine, also das ist die eine Schlafkammer, das ist die andere. Und das ist die Scheune in Fergitz. Und nachdem wir dann hier fertig waren, dann kam die linke Nachbarin, die sozusagen unsere Baupolizei war, und sagte, so, jetzt sagt mir mal eins, jetzt sagt ihr, ihr seid fertig und für mich sieht es genauso aus wie vorher und was soll der ganze Quatsch? Und ich habe mich total gefreut, weil das war irgendwie auch das Ziel, dass man nicht als Berliner plötzlich so mit der finanziellen Power, die dort dahinter steckt, so eine Wunderkiste sichtbar macht, sondern dass man eigentlich das Ortsbild möglichst beibehält. Etwas anders sieht es mit diesem Projekt aus. Das ist wiederum in Pinno, wo das Schwarze Haus schon steht. Und hier ist ein Grundstück, was 2 Hektar groß ist und eigentlich alles hat, was das Herz begehrt. Es gibt den See, der dort anschließt. Es gibt eine Kirschplantage, es gibt einen Feuchtwald, es gibt Gewächshäuser. Und das ist ein ehemaliges Parkgrundstück, das zu einem Herrenhaus gehört, was hier stand und was brach lag. Und was macht man da? Und sollte ein Zwei-Generationen-Haus werden. Und wir haben dann geguckt, was gibt es überhaupt für Themen mit Parks? Welche Bausteine typologisch kann man eigentlich setzen? Und dann sind wir auf Tanzpavillons gekommen. Und Tanzpavillons haben ja immer auch so ein temporäres Bild, was sie tragen. Und in diesem Fall ist es noch nicht mal ein Tanzpavillon, sondern eine Würstchenbude, wo hier gegrillt wird und vorne gespeist wird. Und das steht in München. Und wir haben das dann auseinandergezogen und haben sozusagen 2 Häuschen vorgeschlagen. Nämlich einmal den reinen Pavillon und sozusagen die Jukebox oder Würstchengriller haben wir als Turm rausgenommen und auch die Generationen separiert. Mit dem Ziel, dass die sehr starke Großmutter, die geschrieben hat, ihr eigenes Reich bekommen sollte mit einem besonderen Arbeitszimmer, das nach Norden geht und in eine gegen der Straße gegenüberliegende Aue sieht. Da hat sie ihren Schlafplatz. Es gibt aber auch einen ganz großen
Wohnbereich im Erdgeschoss, der zum See runter am der Pavillon liegt hier, am Pavillon vorbeischauen kann. Und oben gibt es noch ein Gästezimmer für mutige Enkelkinder. Und der Pavillon wiederum ist das Familienhaus, der eigentlich wie so ein als große Heiterkeit herkommen sollte. Und wir haben dort drei Seiten, die jeweils um 60 Grad voneinander gedreht, mit völlig anderen Landschaftsblicken sind. Also es gibt einmal die Kirschplantage, es gibt einmal den Seeblick und es gibt einmal den Hof zwischen Gewächshaus und Turm. Und es gibt ein zentrales Zimmer in der Mitte, das einmal zum Hof die Eingangssituation hat, zur Kirschplantage, Küche und Speiseraum. Und es gibt ein Einbausofa, was die Feuerstelle vis-à-vis hat, aber den Blick sozusagen in beide Richtungen hat. An den geschlossenen Elementen sind die Schlafräume der Kinder und das Bad. Und eine Etage höher hatte auch der Bauherr einen Wunsch, nämlich den Blick in die Sterne, weil die Nächte in der Uckermark einfach durch diese dünne Besiedlung so schwarz sind, dass man wirklich ein Sternenspektakel hat. Und daher hat sich so eine Räuber-Hotzenplotz-Hutform entwickelt. Und als die Bodenplatte gegossen war, war der Schreck natürlich groß, auch beim Bürgermeister, was das jetzt für ein UFO wird. Und dann ging das aber ganz schnell, auch das ist in Tafelbauweise, in Holztafelbau entstanden, die wir dann ausgemauert haben, um Masse zu bekommen im Haus. Wir haben das mit einer Alu-Natur-Schindel bedeckt, die eigentlich immer die Farbigkeit des Himmels reflektiert. Die Eingangssituation mit den reflektierenden Schränken, weil die sonst diese Fenster so oder die Tiefe des Hauses negieren würden. Und so sieht man die fast nicht. Die Wohnhalle mit dem Sofa und dem Blick über das Schlafzimmer in den Himmel. Die Küche und der Blick in die Kirschplantage und der Blick zum See. Ja, und oben gibt es noch ein recht wildes Dach. Und die Nebenräume sind immer knallbunt. Und so auch die Kinderzimmer. Die Kinderzimmer haben auch diese, wie bei Fischerhäusern üblich, diese farbigen Holzleisten, die sozusagen die Stoßfugen von der Holzverschalung verdecken. Und die haben wir vor den Fenstern laufen lassen. Hier sieht man das. Hier ist eigentlich ein Fenster dahinter. Und da auch, aber dass die verschwinden. So, jetzt muss ich, glaube ich, etwas Gas geben. Das mache ich. Das ist gerade ein Projekt, das gerade jetzt im Moment fertig wird in Wandlitz. Das ist jetzt schon etwas näher an Berlin, nicht mehr in der Uckermark. Und viel dichter auch besiedelt. Um den See gibt es ganz viele Häuser. Und wir haben hier bedingt durch den Kiefernwald auch viel skulpturaler gearbeitet für das Gebäude. Und es gibt ein recht strenges Baugesetz, und das Abstandflächen fordert. Und wir haben sozusagen darin ein Spiel gemacht aus vier Wänden. Die erste und die dritte verbinden sich, und das sozusagen das Gesicht zur Straße, während das Haus zum See sich öffnet und über Split-Level funktioniert. Der Entwurf, es gibt jetzt noch keine, oder es gibt nur ganz wenig Fotos, alles Baustellenbilder, aber es ist ein ziemlich wilder Dschungel. Die Feuerstelle, die auch ein aussteifendes Element von dem Holzbau ist, als Kern, außenliegend. Ein erstes Bild, Chaos noch, der Kamin. Und die Dachterrasse, und das gibt bald mehr Bilder. Parallel ein See weiter am Lubosee, auch ein wahnsinniges Grundstück. Es ist ein Handtuchstreifen, der, um an den See zu kommen, muss man durch einen Feuchtwald. Das ist dieser Feuchtwald, und der Steg läuft, ich glaube, 100 Meter durch diesen Feuchtwald. Das ist unser Grundstück, das sozusagen bis hier hingeht, und der Steg geht dann noch bis hier raus. Und hier ist auch ein Mehrgenerationenhaus, diesmal keine Großmutter, sondern ein Großvater. Und das ist sozusagen ein Ensemble aus ganz, ganz vielen Häusern, die zusammengewachsen sind und unterschiedliche Räume aufmachen.
Da blätter ich einfach durch, das ist die Eingangshalle, dann gibt es sozusagen diesen Teil der Küche, Speisen, Wohnen, Kamin und sozusagen der öffentlichere Teil, das ist der Teil des Großvaters, der eine große Japan-Affinität hat und auch japanische Parabons gesammelt hat. Es gibt eine Außenterrasse und dann gibt es Geräte und die Sauna. Und im Obergeschoss, hier kommt man die Treppe hoch, gibt es das gemeinschaftliche Bad, es gibt die Eltern und es gibt zwei Kinder und ein Gästezimmer und darüber gibt es noch sozusagen über eine Leiter ein Kinderspielzimmer. Ja, jetzt sind wir gerade, die Bodenplatte ist gegossen. Die Figur liegt jetzt schon dort und jetzt geht gerade der Holzbau los. Ich kann schnell durch. Jetzt gibt es einen Sprung an die Ostsee. Hier sind wir in Dierhagen und haben genau neben diesem Gebäude, was eine ehemalige Fischerkarte ist, ein Grundstück bekommen. Und dieser Weg ist wunderschön, weil es nur ein Waldweg ist, an dem so kleinere Hausformate liegen. Während in der Parallelstraße ist man so ein bisschen erschrocken, weil die Nüchternheit da viel größer ist und es ist eigentlich ein weniger attraktiver Straßenraum. Das ist die Situation, die See ist hier, der Strand, dann gibt es so einen Kiefernwald, der hier ganz dicht wird und da ist unser Grundstück und ein Blick auf die Ostsee. Und unsere Überlegung war, das Haus ist sehr groß, weil es für 12 Personen herhalten muss. Es gibt 4 Kinder, es gibt eine Nanny, es gibt die Eltern und es gibt die Großeltern. Und die Überlegung war, wie kriegt man es eigentlich hin, ein Seegebäude zu machen. Und in Estland am Strand, da stehen lauter so Sportfiguren aus Metall und aus Beton für Fitnessübungen. Und das sollte eigentlich in ein etwas Ähnliches werden. Es gibt einen Kern, es gibt 2 Treppenläufe, also die Kinder können sozusagen direkt in den Wohnraum rauschen, während die Eltern die andere Richtung begehen und sozusagen 2 Situationen haben. Einmal die Verbindung zu den Großeltern und dann gehen die in ihren Teil, während die Kinder die andere Seite des Hauses benutzen. Auf der Rückseite versteckt gibt es noch eine abgesenkte Kaminsituation, vorne Speisen, hier die Küche. Und der großelterliche Teil ist ganz hölzern ausgeschlagen. Und die oberen Räume sind so entwickelt, man geht also als Kind, rauscht man die Treppe hoch. Man kann in der Mitte der Treppe auch einen U-Turn machen, falls man dringend zu den Eltern muss. Das können auch die Eltern auf dem anderen Wege. Und dann gibt es ein großes Spielzimmer für die Kinder, nach Osten ausgerichtet in einen Hof, da wo auch die Großeltern sind. Und die Eltern vorne haben einen Arbeits- und wie so ein, im Amerikanischen gibt es den Begriff des Dan, so ein Raum, wo man sich zurückziehen kann, um Fernsehen zu gucken. Und hier gibt es das Elternschlafzimmer und hier 2 Bäder, eins für die Kinder, eins für die Eltern. Und darüber, also das ist, so sieht das Elternzimmer aus, während die Kinder oben noch eine Röhre haben, eine Leseröhre, wo die sozusagen durch das können hier drin liegen, aber haben keinen Kontakt in das Elternruhezimmer. Und oben gibt es eben diese 4 sehr kompakten Schlafkammern der Kinder. Und die Idee war, das ist eigentlich die Maßstäblichkeit des Nachbarn und wir haben die aufgedoppelt und versetzt, sodass man sozusagen die Massigkeit des Hauses versucht zu negieren. Das ist hier die Leseröhre. Und auf der Rückseite gibt es nochmal ein rundes Dachauge, was den Blick einmal durch das Treppenhaus freigibt. Und das sind die Brücken, die Kinderzimmer erschließen. So soll es da mal aussehen. Es gibt eine starke Betonkonstruktion mit großen Wasserspeiern, darauf ein kupfernes Dach. Und für den Sonnenschutz hängen unten Außenvorhänge. Ja, und es geht jetzt nächsten Monat los. Die Baugrube ist jetzt, der Aushub ist erledigt und gerade wird die Bewehrung geflochten. Von der Ostsee jetzt nach Ostfriesland. Hier eine Lehrerfamilie, 32 Jahre alt, wollte unbedingt ein Haus bauen. Ich dachte, man könnte sie retten. Wir haben das abgesagt, weil es ganz wenig
Budget gab, um dieses Haus zu errichten. Und die meinten aber, dass in Ostfriesland alles die Hälfte kostet. Und wir haben dann einen Deal gemacht, okay, dass die Bauherren sind für die Kosten verantwortlich und auch für die Bauleitung. Wir installieren nur eine Webcam und geben sozusagen Unterstützung. Und ich fand, das war das beste Projekt. Das ging ganz easy von der Hand. Und die Lehrer haben tatsächlich, muss ich sagen, einfach auch die Zeit, sich so zu kümmern. Also es war toll. Und wir haben das dann gemacht und ich hatte einen Wunsch, dass man die Gulfhäuser sich ansieht, weil wir über Recherchen herausgefunden haben, dass es eben das Gulfhaus gibt. Das ist ein besonderer Eindachhof und zwar einer, anders als in Schleswig-Holstein, wo die Ernte nicht in das Tragwerk eingebracht wird, kann man keine Punktlasten in die Böden geben, weil die Böden alle moorig sind, um Leer zumindest herum. So, dass die Ernte muss auf den Boden eingebracht werden und die Stiele tragen tatsächlich nur das Dachkleid und die Konstruktion. Und das heißt, die Eingänge sind immer asymmetrisch, weil hier fährt der Wagen rein, die Ernte wird in sozusagen den größten und das ist sozusagen ein Teil, ist ein Gulf eingebracht. Und am Rande, so gerade mit dem Po unter der Traufe, passen auch die Kühe und dann hat man sie schon ein bisschen tiefer gelegt, damit man auch die Gülle irgendwie einfach rauskriegt. Und es waren so viele tolle, funktionale Themen, dass wir versucht haben, ein Taschenformat Gulfhaus zu bauen und die Elemente jeweils zueinander zu überhöhen. Rausgekommen ist das. Und zwar haben wir in den alten Ortschaften am Ortgang immer so Schmuckverlegungen gefunden, die wie so ein Flechtwerk waren oder, so wie wir das gemacht haben, ein Fischgrätverband. Und weil wir in 45 Graddach haben, konnten wir das Bauunternehmen überzeugen, dass er wirklich auch in Fischgrad verlegt. Und damit die Bauern sich das leisten konnten, haben wir von dem nahegelegenen Ziegelwerk etwas Sponsoring gekriegt. Und dann ging es sich aus. Der Innenraum ist aus einer überdimensionierten Stahlbetonkonstruktion, 40-40, und auch die Mittelfette wird hier über diesen Cantilever, wie heißt das, Kragarm gehalten. Aber es gibt sich ein dreigeschossiger Raum, mit dem sozusagen die Kühe stehen hier nicht mehr, aber man kann dort sitzen und liegen und in das Naturschutzgebiet gucken. Und oben sind die Eltern untergebracht hinter so einer verglasten Ebene und die Kinder haben den Mittelteil. Und mittlerweile ist hier auch sozusagen noch so ein fliegender Teppich aus Holz mit einem großen Regal, den wir mitgeplant haben, damit es noch so einen Raum gibt, hinter dem man arbeiten kann. Blätter ich jetzt einfach durch. Ja, die Grundrisse. Was noch fehlt, das wird jetzt noch nachgemacht, ist die Verlängerung dieser Mauer mit den gleichen Öffnungen. Die rahmt sozusagen einen Vorhof, der auch ein geselliger Außenhof sein und gegen Wind schützt und auch das Auto verschwinden lässt. Hier nochmal der Schnitt, Eltern, Kinder, die Küche und der Eingangskorridor mit Garderoben und dann geht man hinten rum über den Speiseraum, ist man dann im vorderen Teil und hier sieht man auch diesen fliegenden Teppich mit dem Regal. So, und der vordere Teil mit dem Wandsatz hier, das wird hoffentlich im nächsten Jahr gemacht. Noch ein Dach im Taunus in Bad Homburg, was ein exzeptionelles Grundstück ist, sozusagen das drittletzte Haus vorm Taunus. Wir haben da einen Spaziergang gemacht und beim Spaziergang diese Hirschfutterkrippe gefunden. Und ein riesiges Volumen, was wir dort umsetzen sollten und waren erst so ein bisschen hilflos. Aber mit der Hirschkrippe ging es dann plötzlich. Und zwar gibt es hier eine 30 Meter hohe Zeder und eine 30 Meter hohe Rotbuche, die so wie zwei Geister auf diesem Grundstück stehen und das dominieren. Es gibt eine Vorfahrt um die Zeder und hier hinten geht das Grundstück auf in einen fast landschaftlichen Park. Das sind die Braumannwiesen, die die Frischluft nach Frankfurt beliefern. Und unsere Idee war, dass wir mehrere Dächer
zusammenfügen und komponieren, dass aber im Erdgeschoss eigentlich nur ein Einraumhaus entsteht mit zwei Treppen, eins für den Kindertrakt, eins für die Eltern. Es gibt eine Schwimmhalle und im oberen Bereich gibt es entweder den zweigeschossigen Wohnraum, die Schlafräume, Bäder, Kinder, Gäste. Und also es ist ziemlich viel, was wir dort unterbringen mussten. Es gibt ein separates Wagenhaus für vier Autos und die Zufahrt. Und eigentlich war immer die Idee, dass das Haus verschwinden soll. Das war so der Wunsch. Das heißt, auch wenn man die Einfahrt hochfährt, dann guckt man an der Stelle schon durchs Haus durch. Und der Versuch ist einfach klein werden zu lassen. Es gibt sehr repräsentative Räume. Der Wohnraum ist über 12 Meter hoch mit einer Feuerstelle. Die Dachkonstruktion ist schirmartig gemacht, sodass alle Sparren wirklich wie beim Sonnenschirm sich zum Zentrum des Fürstes ausgliedern und sind auch sichtbar. Die Speiseräume, die Schwimmhalle und auch die Schwimmhalle wiederum gibt Blicke zurück ins Haus, die sowohl in den Obstgarten funktionieren, aber es gibt auch vertikale Blicke durch das Gebäude. Das Badezimmer der Eltern, das ist 7 Meter hoch, mit dem Blick in den Wald. Aber eben nur 2 Meter breit. Das Schlafzimmer auch mit dem Schirmdach und der Rest ist stoffbespannt als Ankleide und einem Alkoven an der Zeder. Und das Kinderspielzimmer. Hier sind wir jetzt sozusagen fast abgeschlossen mit den Betonarbeiten. Wassertest ist gemacht worden. Wir haben wahnsinnig lange mit diesem Schwimmbad experimentiert und haben es aus einer besonderen Betonmischung bis jetzt geschafft, weil wir wollten gerne, dass es monolithisch ist, das Becken als auch der Boden, dass alles aus einer Materialität gegossen wird, auch eine Oberfläche bekommt. Und das heißt, das war tatsächlich das erste Fertigteil, was wir einbringen mussten, weil die Tafeln so groß sind, dass man sie hätte nachträglich nicht liefern können. Und das ist jetzt schon sozusagen das Bild des Wohnzimmers, wo der hölzerne Teil fehlt. Ja. Und ich mache jetzt einmal weiter. Ne? So schnell, gut. Ein Haus, was auch gerade fertig geworden ist, wo wir leider noch keinen Fotograf drin hatten, deswegen zeige ich auch nur ganz wenig Bilder. Es liegt auch unmittelbar am Rhein in einer in den 50er Jahren entwickelten Teppich. Haussiedlung, es waren nur Bungalows und dann ist über die Jahre das zu so einem Prestigeort geworden und die Häuser wurden alle nachverdichtet und eigentlich diese Schönheit von diesen tollen atriumartigen Häusern ist immer mehr verschwunden und standen noch zwei da und die Nachbarn haben jetzt alle gewaltige Dächer. Und in dem Fall dachten wir aber, dass es viel toller ist, dass man bei dieser teppichhausartigen Bebauung bleibt und auch hier gab es enorme Raumwünsche und das Haus, es hat nur 1000 Quadratmeter das Grundstück und wir haben es versucht so zu entwickeln, dass man immer durch das Haus durchgucken kann, eigentlich in alle Richtungen. Es ist ein Split-Level-Haus, was immer wieder auch ganz nur 30 cm Belichtungsstreifen freigibt und die ein sehr atmosphärisches Licht bringen sollten. Auch hier fast ein Einmannhaus mit einer versteckten Treppe. Und hier geht es hoch in die privaten Schlafräume von Kindern und Eltern, die Bibliothek, der Blick zurück in den Eingangshof, das ist die Haupteingangstür, dann ist man in einem freien Hof. Der Wohnraum, sozusagen den Querblick wieder Richtung Bibliothek freigibt, mit der hinter der Treppe versteckten Küche und der Blick in den Außenraum. Es gibt auch hier einen Pool, aber einen Außenpool. Und wir haben eigentlich von Anfang an relativ schnell uns mit Oberflächen gebunden. Wir wollten bestimmte Zartheit an Fliesen, die haben wir dann herstellen lassen. Von dem Baumbestand, den es gab, so gut es ging, geschützt, weil diese Rheinwiesen mit sich gebracht haben, dass wir einen enorm hohen Wasserstand haben. Ist das fast das ganze Grundstück als weiße Wanne ausgebildet worden, um diese schneckenartige
Raumverbindung über Split Level hinzubekommen, weil wir auch sozusagen schon unterirdisch bodentiefe Fenster haben. Erste fertige Oberflächen. Und es gibt sozusagen den Sockel aus Beton, der zum Teil mit Steinen bekleidet ist. Und dann gibt es das obere Holztragwerk, was das obere Geschoss ausmacht und was sozusagen immer vergreift mit dem massiven Teil. Und jetzt sozusagen von den Baustellenbildern jetzt ein Sprung in fertigere Oberflächen. Wir haben hier so einen iranischen, sehr dunklen Travertin. Dann die Sichtbeton-Oberflächen. Das Holz, Blick Richtung Bibliothek, der Pool, ist auch da, erster Wassertest. Dann auch die Innenbäder sind sozusagen mit dem gleichen Motiv. Auch da wird es bald mehr geben. Ein Projekt, was wir jetzt noch in Höxter angehen, für Leute, die sich auch mit der Herstellung von Möbeln beschäftigen. Und auch ein sehr, sehr schönes Waldgrundstück hatten. Und hier ist es ein Hanggrundstück und eigentlich ist das alles, was man sieht vom Haus. Mehr sieht man nicht. Wenn man von der Straße kommt, es gibt eine Einfahrt und es gibt eine Garage und die Eingangssituation ist sehr kompakt. Und dann öffnet sich, hier geht man durch eine Tür durch, und dann öffnet sich so ein dreieckiger Raum in diesen tiefen Blick des Grundstücks. Es gibt dahinter versteckt eine Sauna und das ist eigentlich nur eine Außenterrasse mit einer Feuerstelle. Und dann gibt es hier einen ganz schmalen Pool. Und der Rest wird über diese Treppe erschlossen. Das heißt, wenn man sich annähert, ist das die Situation in den Wald. Und dann geht man diese Treppe runter und landet zwischen Küche und Nebenbereichen zum Wohnraum. Und es gibt hier hinten nochmal ein Arbeitszimmer, jeweils mit zwei Kaminstellen. Und hier geht eine Treppe dann in das nächste Geschoss, was hier drunter liegt, für alle privaten Zimmer. Und das ist aber die Terrasse, die das Wohngeschoss bedient. Sozusagen, man hat hier eigentlich wie so eine Wiese und Terrasse, das ist die Wohnhalle. Und das sind die Untergeschosse. Man kommt hier also an, das ist der obere Teil. Es gibt ein Nähzimmer, wo auch gespielt werden soll. Und dann Gäste, Eltern und Kinder und Kinderbad. Das sind die Schnitte zum Haus, den Terrassen. Es wird dann halt zum Garten immer voluminöser. Jetzt ein Sprung doch mehr in die Stadt und vielleicht erstmal am Rande der Stadt. Hier haben wir ein Grundstück der Falkenhorststraße, wo ein Bauherr auf uns zukam, der ein Haus bauen wollte, unmittelbar am See gelegen, mit Maisonette-Wohnungen. Und weil die ja immer übereinander sind und das Grundstück aber so toll war, haben wir überlegt, wie schaffen wir das, einen Kern auszubilden, um den sich die Wohnungen drehen können. Und wir haben dann sozusagen einen zentralen Kern, der immer Wohnungen so erschließt, dass die 360 Grad des Grundstücks bewohnen können. Das heißt, hier sieht man einmal diese vier Wohnungen, wie die zueinander liegen. Und so steht es am See mit recht großzügigen Terrassen. Und die Vorlage war eben ein russisches Typenhaus, was einen massiven Kern hat und außen einen Leichtbau. Und wir haben in dem Falle eine Aluminiumfassade als Leichttafelbauweise und innen drin eben die Masse über den Kern abgebildet. Nicht weit davon entfernt, derselbe Bauherr hat eine Minigolfanlage erworben. Und hier ist das Schlösschen der Humboldts. Und das ist eine ganz kleine Wohnsiedlung mit einem riesigen, tollen Altenheim, so einem Seniorenstift, was daneben steht. Und zwar die Frage, wie kann man eigentlich bauen, weil die Baulinie geht ganz streng hier und da durfte man nicht bauen. Und wir haben dann versucht, über die Typologie mit dem Amt einen Weg zu finden,
dass wir Häuser so positionieren, dass der Baumbestand unbedingt erhalten bleibt. Und es gibt eigentlich zwei identische Gebäude, die nur verdreht sind, und einen dritten, kleineren, der dann hinten drin liegt. Und das ist dieses große Seniorenstift, was daneben liegt, fast eine Burg. Und das Amt ist dann mitgegangen, weil sie gesagt haben, ja, okay, das ist ja fast wie ein Pavillon, der da hinten versteckt liegt. Und das soll gemauert werden aus einem Bimsstein, der eingefärbt ist. Und dann gibt es dazu ein farbiges, passendes Blechdach. Wenn man jetzt sich in die Peripherie begibt, würde ich gerne einen Wettbewerb vorstellen, der mir sehr am Herzen liegt, wir ihn aber nicht gewonnen haben. Und zwar ist es in Wedel eine Siedlung aus den 50er Jahren, die als Werksiedlung errichtet wurde und auf einem sensationellen Grundstück mit einem Eichenhain. Und die Gebäude sind allesamt in einer sehr schlechten Kondition. Und es ging darum, wie können wir nachverdichten? Und Ziel war, 50 Wohnungen nachzuverdichten und entsprechende Baumassen zu setzen. Wir haben angeboten 75 Wohnungen auf kleinstmöglichem Fußabdruck. Wir haben sind noch keine Hochhäuser, aber es ist dann ganz knapp unter der Hochhausgrenze, kleine Wohntürme entwickelt, die jeweils immer einen identischen Fuß zueinander haben und dann über 7 Etagen mit oben einmal Sonderwohnräumen kellerlos sein sollen. Und zwar haben wir die Keller alle im Dach untergebracht, deswegen gibt es diese Dachaufbauten. Und ansonsten gibt es einen Wohnungsschlüssel von Einzimmer- bis Vierzimmerwohnungen. Die Idee war, ein relativ simples Tragwerkskonzept als Stilkonstruktion zu machen, auszusteifen, eine modulare Fassade vorzuhängen und alles natürlich zu belüften. Das heißt, dass alle Bäder auch an den Außenflächen sind. Und dass wir maximale Privatheit haben, weil diese Balkone jeweils an den Ecken weitestmöglich voneinander entfernt sind. Die Eingangssituation, es gibt einen Elektroraum, es gibt einen Raum für Kinderwagen und dann die Eingangssituation und hier an den Überhängen Fahrradstellplätze. Die Wohnräume jeweils an den Ecken. Und Wohnungen sind so organisiert, hier sieht man eine Einzimmerwohnung mit einem Alkoven, einer kleinen Küchensituation, dem Bad und dem Wohnraum oder eine Dreizimmerwohnung mit einer kleinen Diele, einer Küche, einem Bad, 2 Schlafräumen und wieder der Wohnsituation. Und so blättert sich das einmal bis in eine Vierzimmerwohnung. Und da haben wir tatsächlich ein innenliegendes Bad in der Vierzimmerwohnung als kleines Duschbad, was dann belüftet werden muss. Und ganz aktuell, das haben wir gerade vorgestellt, hat Hamburg eingeladen für 14 Siedlungen, haben die 42 Architekten in einen Ideenwettbewerb eingeladen, zu gucken, wie können wir eigentlich Siedlungen aus den 50er, 70er Jahren aufwerten, nachverdichten. Und unsere Siedlung war diese in Hamburg-Harburg. Und unser Vorschlag war, dass wir gar nicht so sehr in die Siedlung selbst eingreifen, sondern Zusatzbausteine liefern wollen, die dieses Gebiet vielleicht etwas urbaner machen. Und wir haben dazu vorgeschlagen, die S-Bahn Hamburg-Harburg, die hier endet, zu verlängern, dass wir eine eigene kleine S-Bahn-Station haben. Und tatsächlich ist der Baudezernent von Hamburg-Harburg, der fand das super, weil es hier diesen Höhenversprung gab und sagte, damit wäre auch die Möglichkeit gegeben, andere Typologien in diese niedrigere Bebauung einzufügen. Und ergänzt sollte das werden mit einem Hortus Conclusus, mit einer Art Daycare Center. Und weil das Modell für diese Siedlung funktionierte, haben wir einfach behauptet, dass es natürlich auch an anderen Stellen funktionieren kann. Und weil diese Gleissituation so auch eine enorme akustische Relevanz hat, sind es im Grunde wie Akustikscheiben zu der
niedriger dahinterliegenden Bebauung. Die Idee war, dass wir einen grünen Weg ausbilden und das immer zwischen den Bestandsgebäuden, man sieht es hier leider nicht, also hier sind immer diese Bestandsgebäude dazwischen, dass wir Gärten machen und einen Weg führen und dass am Ende dieser Weg in unser Gebäude geht und dass wir auch im Gebäude Gemeinschaftsräume anbieten oder Dachterrassen anbieten, die den Bewohnern zur Verfügung stehen. Dann gibt es eine Wohntypologie, die Etagenwohnen jeweils an den verschobenen Enden abbilden mit Laubengangerschließung. Und dann gibt es tiefe Wohnungen als Maisonette, die auch Größen haben, dass WGs dort unterkommen können, weil WG-Wohnen einfach offensichtlich sehr dringend auch in Hamburg gesucht wird. Das wäre unser kleiner Platz, unser Hortus Conclusus, den wir anbieten wollen mit der Scheibe im Rücken. Und man sieht, es gibt sozusagen den kleinen Buggy, aber auch den Rollator, um hier sozusagen alle möglichen Bedürfnisse und Geselligkeit zu erfüllen und eben auch einen Rundgang auf dem Dach. Das heißt, wir haben im Tiefgeschoss haben wir Parken, darauf haben wir kleinere Geschäfte, Kindergarten und dann nochmal einen Dachweg, den man hier über eine Rampe erreicht. Auch in Hamburg haben wir vor anderthalb Jahren einen Wettbewerb gewonnen für eine Schule. Diese Schule liegt im Marschland und ist eine Stadtteilschule. Es haben sich 5 Orte zusammengetan, die für 1000 Schüler eine Schule haben wollten. Und wir haben uns dann mit den Typologien beschäftigt, diese Langhäuser gefunden, die eigentlich ortsbildprägend sind. Unser erster Vorschlag vom Wettbewerb war eine 200 Meter lange Langhausschule. Das gab sehr große Diskussionen in der Schulbehörde selber bis zu Tränen. Und gleichzeitig fand man aber, dass das Bild, das eigentlich angeboten wurde, identitätsstiftend für diesen Raum. Und man war so hin und her gerissen, was soll man machen. Es gab dann 2 erste Preise. Und wir haben einen Brief bekommen vom Schuldirektor, der so emotional und so persönlich war, dass man auch ihn hätte genauso gut wegwerfen können und so stinksauer sein können. Und dann dachte ich eigentlich, das ist ihm so wichtig und so ernst, vielleicht ist es auch toll, man gibt jetzt genau so eine, man nimmt das wirklich an und versucht es nochmal. Und ich muss sagen, ohne den Direktor hätten wir, glaube ich, es ist einfach viel besser geworden. Und wir haben das nochmal angegangen und sind auf ganz viele Themen, die er in diesem Schreiben hatte, eingegangen. Wir haben tatsächlich 2 Schulhäuser gemacht. Das hatte er sich nicht gewünscht, aber er hat einfach diese langen Korridore nicht haben wollen. Und wir haben sozusagen die Häuser an die Straße angebunden. Das heißt, die haben jetzt auch wirklich eine Adresse und liegen nicht im Hintergrund. Es gibt einen sich in die Landschaft öffnenden Schulhof. Und es gibt eine Trennung zwischen sozusagen diesem Jahrgangscluster-Schulbau, wo nur alle Klassenzimmer verbunden sind. Es sind immer 6 Klassenzimmer pro Cluster mit einem Dorfplatz, haben wir das genannt. Und das gibt ein Gebäude, wo Aula, Speisen, Werkstätten, Chemieräume, Naturwissenschaften, alles Mögliche drin ist. Und es gibt noch eine Dreifold-Sporthalle am Ende. Jetzt haben wir 2 Gebäude mit geschlossenen Stirnseiten, einer Bibliothek, dem Haupteingang. Hier sieht man diese Dorfplätze, die immer diese Jahrgangscluster umfassen über 3 Etagen. Und hier sieht man sozusagen die naturwissenschaftlichen Räume, die dann auch wieder einen Gemeinschaftsraum anbieten. Die Außenfassade im Wettbewerb haben wir noch als Ziegelbau, und zwar als Komplettziegelbau angeboten und haben dann aber, um das Verhandlungsgespräch vorzubereiten, wussten wir, wir müssen 5 Millionen einsparen. Und damit war eigentlich der Ziegel relativ schnell passé. Und wir haben auch feststellen müssen, der geht nur in Fertigteilen herzustellen. Das heißt, wir hätten diese ganze Fugenthematik gehabt. Wie stößt man eigentlich Fertigteile aneinander? Und es sah alles überhaupt nicht mehr so lecker aus, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann haben wir das zum Verhandlungsgespräch angeboten, nämlich dass wir von der von dem massiven Wandkleid aus Fertigteil, Stahlbeton plus Ziegel hin zu einer zu einem Sparrendach gegangen sind und haben im Elsass ein Ziegel
gefunden, der rautenförmige Flachziegel herstellt als Dachpfanne und die auch gesagt haben, wir brennen euch das in 3 Graden, sodass ihr wirklich noch sozusagen diese Staffelung von den und diese Überlappung erfahrbar machen könnt. Und da sind wir jetzt gerade am Bauantrag. Und ich komme heute gerade aus Baiersbronn. Da haben wir heute ein Gespräch mit dem Bauamt gehabt. Wir haben reichen nächste Woche den Bauantrag ein, auch für eine Schule, aber für eine ganz besondere Schule, für den Osterhof. Das ist eine Institution, die es seit 50 Jahren jetzt gibt und Kinder aufnimmt als Endstation. Also die Kinder wachsen in Situationen auf, wo möglicherweise beide Eltern drogenabhängig sind oder Alkoholprobleme haben oder ein sehr hohes Aggressionspotenzial herrscht. Und ein Mädchen redet jetzt, sie sind immer 3 Jahre dort, gehen danach auch wieder zu den Eltern, und zwar im Alter von 3 bis 12 Jahren. Und also Ziel ist nicht, sie den Eltern wegzunehmen, aber die Chance zu nutzen, über 3 Jahre ein Verständnis füreinander aufzubauen, sowohl bei den Eltern als auch bei den Kindern zu verstehen, warum das so ist. Hier oben liegt der Osterhof in verschiedene kleinere Häuser untergebracht. Jedes Kind hat sozusagen einen Betreuer. Es sind insgesamt 50 Kinder. Und hier unten ist die alte Mühle am Bach und da soll das neue Schulhaus entstehen. Unser Vorschlag war, das ist ein Bestandsgebäude als Wohnhaus, was dort steht. Hier sind die alten Mühlhäuser gewesen und unser Vorschlag war, eigentlich eine Hofsituation zu machen und eine Leichtigkeit zu erzählen, einerseits und andererseits aber typologisch zurückzugreifen auf Gebäude, die die Umgebung ausmachen. Entschuldigung. Also wir haben uns insbesondere in dieses Dach hier verliebt, was sozusagen als Annex zum Eindach, zum Schwarzwälder Eindachhof gehört. Und haben dann sozusagen einen Holzbau erledigt, vorgeschlagen, der leicht angehoben ist, weil der Bach über die Ufer tritt, immer im Frühjahr. Und haben ein zweites Gebäude entwickelt, was eine Gemeinschaftsküche beinhaltet, auch für Hoffeste. Und obendrin, weil es auch Tiere gibt, gibt es einen Heuschober, während in diesen Räumen Werkstatt und naturwissenschaftliche Räume untergebracht sind. Die Eingangshalle der Schule sollen sozusagen alles einheitlich, auch die Holzpaneele in Grüntönen eingefärbt sein. Das ist die Eingangshalle. Alle 6 Klassenzimmer sind erdgeschossig, jeweils mit Nebenräumen. Da war der Wunsch, falls jemand sozusagen austickt, dass der sozusagen nicht völlig aus dem Verband der Klasse genommen wird, aber der kann sich zurückziehen und wenn er wieder okay ist, dann kann er auch wieder teilhaben. Das ist die Küchensituation. Und der Luftraum im Obergeschoss, die Lehrer mit Kunst- und Musikraum, ist eine Werkstatt und naturwissenschaftliche Räume. Die Ansichten dazu. Die Rückseite hat dann eine lang durchlaufende Gaube, wo die Lehrer und die Musikräume sind, zum Bach. Und jetzt würde ich mich nochmal anschließen an ein Wohngebäude, was jetzt innerstädtisch ist, an sozusagen das parallel zu dem Haus in der Erdstraße entwickelt wurde. Und hier sind Bauherren auf uns zugekommen, die diese Parzelle erworben haben. Hier war ein Kriegsschaden, da war vorher eine Autowerkstatt drauf. Und gegenüber gibt es diese Schuleingangssituation. Das heißt, die Corinna Straße, die eigentlich eine recht geschlossene Bebauung hat, bricht an der Stelle auf und wird sehr plastisch über den Baumbestand, der dort vorhanden ist. Und wir haben dann angefangen, diese Parzelle zu entwickeln. Und es gab vorher einen Vertrag mit dem rechten Nachbarn, dass keine Unterfangung notwendig ist, während das Jahrhundertwendehaus hier unterfangen werden musste. Und wir haben dann den Nachbarn angesprochen und dann sagte er, ja, kein Problem, das machen wir dann mit dem Tragwerksplaner und das Beste, was er sagt, das machen wir. Aber komm, ich zeige euch mal den Blick oben vom Dach und man sieht ja auch so toll hier, die Corinna ist doch so hoch und dann sind wir da hoch. Und dann waren meine Bauherren wieder unten und sagte er, und du, Herr Kröger, wir können doch auch mal schnell sprechen. Und ich sagte, wo wollen wir denn jetzt sprechen? Weil normalerweise kriegt man immer Geld, wenn man unterfängt. Und dann dachte ich, diese Verhandlung wollte ich jetzt eigentlich nicht führen.
Und dann sagt er, nee, guck mal, ich habe doch hinten auch noch so viel Bauland und wenn du jetzt nebenan baust, ist doch meine letzte Chance, dann mach doch auch für mich was. Und dann habe ich das meinen Bauherrn vorgeschlagen und dann haben die tatsächlich sich in 3 Monaten vertraglich so verwoben, dass man sagt, okay, wir lassen den Zaun weg, wir machen gar keinen Zaun mehr, wir machen eine eigene Gartenplanung, die für beide gilt und wir profitieren davon, weil es gibt eine Tiefgarage und die können auch daran teilhaben. Ist das jetzt mal weg? Und dann haben wir sozusagen erste Fassaden entwickelt, die komplett gegen das Baugesetz gehen, weil man darf eigentlich Balkone nur 1/3 an der Fassade haben, man darf auch nur Loggien 1/3 der Fassadenbreite einnehmen. Und wir haben dann versucht, das Bauamt so zu überzeugen über die Plastizität des Gegenübers, dass sie mit uns gegangen sind. Und wir haben dann eine Fassade entwickelt, die ein zurückversetztes Eingangsgeschoss hat, eine Bündigkeit, auskragende Balkone und dann Treppen sozusagen die Balkone Geschoss für Geschoss zurück, bis nur noch oben Loggien entstehen. Und gleichzeitig werden die Fenster oben schlanker und schmaler. Und dafür wird eigentlich das Gebäude vom Tragwerk betrachtet immer, immer schwerer. Und so sieht es nochmal aus. Hier die Auskragung, dann bringt es zurück. Die Räume werden geschlossener und die Wohnungen werden nach oben tatsächlich aber auch größer, weil ab dem 3. Geschoss wir sozusagen durchwohnen müssen, weil wir hinten kein 2. Treppenhaus haben, sondern das Treppenhaus liegt am Lichthof. Und die Wohnungen funktionieren so, dass es kleinere Wohneinheiten gibt mit einem Wohnraum, der durchwohnt, die Küche vis-à-vis des Lichthofes ist. Und dann gibt es 2 Zimmer mit einem dazwischenliegenden Bad, wo man auch wieder durchgucken kann. Und Hauswirtschaftsraum und Gäste-WC. Während es fast schon bourgeoise Wohnungen gibt, mit einem kleinen Entree, mit einem Wohnteil, mit einem Wohnraum, auch der Küche, Garderoben, Gäste-WC. Und dann geht hier der Korridor der privaten Räume, die Kinderzimmer, das Spielzimmer, wenn man das hier breit öffnen kann. Und wir haben versucht, den Korridor nicht wie in Seitenflügeln üblich an die Brandwand zu legen, sondern in die Mitte, sodass über das Öffnen von innenliegenden Räumen eine andere Tiefe entsteht und am Ende den Dänen mit einer Terrasse und einem Kamin oder einem Balkon und einem Kamin. Und das Treppenhaus ist so entwickelt, dass das Licht an einem kleinen Tisch ist pro Etage, der dann jeweils in diese Wohnung führt. Das ist der Lichthof. Hier geht das Wohnzimmer über 3 Achsen, eben gezeigt über 2 Achsen. Das ist die Tiefe, die sich ergibt aus Schlafzimmer, Korridor und Bad mit dem Spiegel, wo man über den Spiegel im Grunde wieder in den nächsten Hof zurücksehen könnte. Seitenflügel, das Haus des Nachbarn. Das Haus des Nachbarn kriegt englische vertikale Schiebefenster. Ja, und das sitzt auch gerade am parallel zur Erhardstraße hochwachsend. Dazu, wir haben vorab sehr viele städtische Wohnungen sozusagen neu zusammengesetzt, weil die Berliner Wohnungen, ja diese großen Wohnungen immer zergliedert waren, zerteilt waren. Und konnten wir sozusagen lernen, was bestimmte Qualitäten räumlicher Art angeboten haben. Und das sind ganz unterschiedlichste Wohnsituationen entstanden. Und das war jetzt ein Aufbau auf einen Seitenflügel und das sind sozusagen Entkernungen von Altbauwohnungen, die man dann wieder neu zusammensetzt, obwohl sie ein Fragment war, immer des Spiels, sozusagen über Achsen und Spiegel so Verlängerungen zu machen, die diese Wohnung eigentlich gar nicht mehr hergeben. Und jetzt nur noch sozusagen über den fast wie im Schiffsbau so einen gewissen Ausbaustandard mit sich bringen. Und das letzte Projekt, was ich zeige, wenn Sie noch können, ist ein Bürogebäude, das auch gerade im Bau befindet. Es gibt ein Einzeldenkmal, es ist eine ehemalige Seifenfabrik, wo der hintere Teil, ein zweiter Seitenflügel, ein zweites Quergebäude weggebombt wurden. Und
Es sind vier junge Schweizer, oder man kann eigentlich sagen vier Schweizer Jungs, die dieses Haus gekauft haben, und die haben eine Filmproduktion und verschiedene Start-ups, und die kamen auf mich zu und sagten: Mensch, unser Nachbar will bauen und wir müssen uns total beeilen, wenn wir da hinten noch was machen wollen, weil dann können wir dessen Grundstück erstmal zwischendrin nutzen. Was würdest du vorschlagen? Und wir haben uns dann das Haus angesehen, und es ist ein sehr kräftiges Gebäude mit eigentlich ganz tollen Hofanlagen, die noch nicht so schick gemacht sind. Aber es gibt eben auch Fassaden, die durch Brand eigentlich und Überhitzung ihr Fassadenbild verloren haben. Und unser Vorschlag war folgender: Das Grundstück war zu 100% unterkellert, mit sehr niedrigen Kellerräumen als Seifenlager. Und wir haben vorgeschlagen, diese Höfe zu öffnen als sozusagen Tiefgarten. Und dieser Tiefgarten sollte dann die Belichtung in diesen unteren Räumen mit sich bringen. Das gibt es einmal im ersten Hof als Garten und einmal im zweiten Hof als Tiefgarage. Da wir aber so zentral liegen und die so jung sind als Bauherren und unbedingt eine Autogarage wollten, aber wir wahnsinnig viel Platz verloren, das ist doch totaler Quatsch, auch die Start-ups, wir sind in Mitte Berlin, es kommen eh alle mit dem Fahrrad, lass uns doch eine Fahrradtiefgarage bauen. Und deswegen haben wir eine Rampe gesetzt, die jetzt dort unten Stellflächen für 150 Räder anbietet. Und es gibt ein kleines Kino eben für die Filmproduktion und die Chance, ein sehr besonderes Bürogebäude zu machen, was über 16 Meter spannt, wo wir auch auf Schweizer Unterstützung, Kevin Rahner sitzt hier, bitten mussten, weil wir vorgespannte Betonträger haben. Und das war die Abstimmung mit der Denkmalpflege, dass wir diesen Hof als Tiefgarten öffnen durften. Die Rückfassade, die sich an den Abstandsflächen orientiert und abstaffelt, weil unser Grundstück dann aufhört, der neue Hof mit der Anbindung des Neubaus an den Altbau. Wir haben alle Etagenhöhen des Altbaus aufgenommen. Die Rampe der Tiefgarage mit dem kleinen Garten. Der vordere Hof mit dem Tiefgarten und der Belichtung dieser unteren Räume, die mannigfaltig zu nutzen sind. Da können sich sozusagen Einzelunternehmen als Start-up zurücknehmen. Man kann dort Besprechungen führen, aber auch Partys feiern. Das Kino, was auch tagesbelichtet ist, die Bar vor dem Kino, die Haupterschließung, die Büroräume, die vorne immer ein Gemeinschaftsbüro sind, während hinten Einzelbüros sein können. Die Balken erlauben sozusagen diese Staffelung, sodass wir vorne eine Brüstung haben und oben bündige Fenster, und hinten haben wir bodentiefe Fenster mit den Gärten, die sich ergeben aus den Rückstaffelungen des Hauses. Ja, und da sind wir jetzt gerade am Abbruch des ersten Hofes und am Neubau. Hier sieht man sozusagen, bildet sich schon das der gestaffelte Kinosaal ab, und die Rampe wird gerade geschalt. Vielen Dank für Ihre Geduld. Also tausend Dank, Thomas. Ich bin immer wieder überrascht. Ich kenne ja jetzt aus der Arbeit am Heft einige von deinen Projekten, aber diese Vielfalt von Motiven und dann auch von Grundrissen und Schnitten, und die ja dann zu einem Raumplan werden, ich bin jetzt fast so ein bisschen atemlos, weil es so reich ist, oder? Und das ist sicherlich auch toll zu sehen, dass ihr zwar ein gewisses Repertoire und Themen habt, aber eigentlich in jedem Projekt immer wieder was Neues anbietet. Also mir ist jetzt nicht langweilig geworden, sondern ich muss jetzt nur einfach durchatmen, weil ich so viele Inputs von dir bekommen habe. Ich möchte dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich reiche das Mikro weiter. Wer hat Fragen oder auch vielleicht Kommentare? Wie beheizen Sie denn die großen Räumlichkeiten, zum Beispiel in der Uckermark? Wir haben also zum Beispiel im Schwarzen Haus gibt es einen Gussasphaltboden und eine Fußbodenheizung. Und es gibt tatsächlich die Feuerstelle, aber das Haus über seine Glasflächen bringt genügend Wärme am Tag an. Das ist auch querlüftbar, also auch im Sommer wird es nicht zu heiß.
weil wir das sozusagen in Längsachse nach Süden gestellt haben, haben wir sozusagen morgens Ostsonne, abends Westsonne. Und je flacher die Sonneneinstrahlung im Winter ist, ist das sozusagen mit ein Teil, dass wir die Bodenheizung fast auslassen können. Das heißt, die startet dann ab 16 Uhr. In der Scheune ist es so, dass der größte Raum ja völlig unbeheizt ist. Und dort haben wir eine Wanddämmung einbringen müssen, weil wir nicht an das Mauerwerk oder an das Ziegelmauerwerk gehen wollten. Und haben dort eine Holzdämmplatte eingesetzt und die mit einer Wandheizung versehen, sodass eigentlich über die Wände, was wirklich eine sehr angenehme Heizungsart ist, die Raumtemperatur reguliert wird. Und das ist durchaus ausreichend. Also wir haben noch nicht mal Zusatzheizkörper. Bei den Bädern ist es so, dass dort dann eine Fußbodenheizung eingebracht ist. Und ja, und das in Gerswalde, das Haus, als auch der Pavillon, die funktionieren rein über eine Fußbodenheizung. Die Wohnungen oder die Häuser sind einfach nur zeitlich benutzt, oder? Nicht die ganze Jahr über. Also im Moment sind die tatsächlich übergangsweise benutzt. Das Schwarze Haus wird auch vermietet, also professionell vermietet. Das ist eigentlich komplett ausgelastet. Und die Bauherren waren da, die freuen sich einerseits, weil sie sagen, wir brauchen auch das, um das ganze Ding da zu finanzieren. Und andererseits waren sie so perplex, dass es so stark vermietet, dass sie jetzt das zweite Haus gemacht haben. Und das ist jetzt auch gerade in der Fertigstellung. Und wirklich die Hälfte von dem ersten. Und weil sie sagten, wir haben hier gar keinen Ort mehr und wir müssen jetzt auch immer bei Freunden schlafen, das war eigentlich nicht die Idee. Und ja, das, aber ich glaube, langfristig ist bei den meisten Leuten das Ziel, sich unabhängiger von der Stadt zu machen, was aber dann geht, wenn die Kinder aus der Schule sind. Und im Moment ist bei den meisten Familien eigentlich diese Schulpflicht noch das Bindeglied an die Stadt. Und das, je nach Beruf, der einen nicht sozusagen an eine Firma oder an einen Ort bindet, ist es denkbar, dass das funktionieren kann. Also man, glaube ich, wird immer irgendwas in der Stadt haben, aber es gibt zumindest eine Tendenz, dass man irgendwann sozusagen, also ab 50 plus sind plötzlich ganz viele in der, dann doch wieder sesshaft. Mhm. Wie ist denn die Akzeptanz der Bevölkerung auf dem Land, wenn, sage ich mal, die Städter in die Sommerfrische gehen und dann dort große, schicke Häuser hinsetzen und aber dann zum Teil möglicherweise nur wenige Wochen im Jahr dort sind? Weil die Landbevölkerung klagt ja über den Vorzug der Jugend und ja, wie ist da so die Akzeptanz? Also die ist kontrovers natürlich, aber kontrovers würde ich sagen, also wir Berliner, wir sind sowieso die Buletten in der Uckermark und haben von nichts eine Ahnung. Und das stimmt auch. Man weiß nicht, wie sich, also wir haben eigentlich alle kaum eine Ahnung von Pflanzen. Wir wissen nicht, mit dem Boden richtig umzugehen. Und dann steht immer sozusagen breitbeinig und breit grinsend jemand daneben und sagt, na Junge, komm, also du, das wird ja wieder nichts. Und das ist eigentlich ziemlich schön, aber die Annäherung ist über einen großen Zeitraum und man ist sehr skeptisch diesen Berlinern gegenüber, was ich auch total nachvollziehen kann, weil man ist ja eigentlich Gast dort. Aber wenn das Eis dann erstmal gebrochen ist, dann ist es sehr verbindlich und das ist ganz toll. Also die bieten im Grunde sehr, sehr viel an. An Präsenz, an Unterstützung, an Rat. Und man ist gut bedient, das unbedingt zu respektieren und auch anzunehmen. Und ich glaube, dass da viel gelernt wurde auf beiden Seiten. Also, dass die Berliner nicht immer doof sind, aber die Uckermärker eben auch nicht nur verschroben sind, sondern. Und das ist, glaube ich, mittlerweile hat das eine gewisse Selbstverständlichkeit bekommen und auch man ist nicht mehr so scheu voreinander oder gegeneinander. Und also vor 10 Jahren hat sich dort auch ein zweijähriges Uckermark-Festival gegründet, weil die Städter sich gedacht haben, also wir können ja nicht nur abgreifen in der Uckermark, sondern wir müssen auch irgendwas
wir müssen ja auch irgendwas zurückgeben. Und was können wir zurückgeben? Wir können Kultur zurückgeben. Und weil sehr viele Kulturschaffende in der Uckermark sitzen, also Leute, die mit der Musikbranche zu tun haben, viele Journalisten, viele Schriftsteller, bildende Künstler, hat man dieses Festival initiiert mit dem Erfolg, dass das erste Festival, da gingen die Gardinen zu. Und also da war nicht ein einziger Uckermärker da und die haben gesagt, ihr habt sie doch nicht alle, ja, was sollen wir denn mit dem Quatsch anfangen? Und jetzt würde ich sagen, nach dem fünften Mal ist es so, dass insbesondere dieses Fest, es gibt eine Riesenparty, total angenommen ist. Und vor allen Dingen, also da kommt auch die Jugend plötzlich aus Prenzlau und weil da die sind irgendwie so diese ganzen Berliner Urgestein-DJs, die auch total namhaft sind. Und das ist auch ein super Fest, was immer in so einer Burgruine stattfindet. Und das ist eigentlich toll, dass man dann so mit allen zusammen bis nachts um drei da auf dem Acker tanzt. Aber das sind eben auch Ausnahmen. So die, das, ja. Aber im Moment ist es so, möglicherweise sind manche Orte zu 80% von Berlinern besetzt. Und dann ist eine Woche halt dicht, da sind die Häuser zu. Und der Rest kümmert sich aber auch um diese Häuser, um die Grundstücke und die fangen so an, sich da auch zu organisieren. Und ich glaube, das hilft, dass man das auch annimmt und dass sie das eigentlich auch gut finden, weil sie noch einen Ertrag haben. Auch nochmal eine Frage dazu. Also ist es wirklich so dieser Gegensatz Stadt-Land oder halt eben eher die Leute, wie Sie gesagt haben, Uckermark, die am wenigsten besiedelte Region Deutschlands, landwirtschaftliche Region, von dem her wahrscheinlich eine eher arme Region. Dann kommen die Leute aus der Stadt, die das Geld haben. Also Sie haben uns ja sehr schöne Häuser hier gezeigt, aber um sowas zu bauen, das muss man sich ja auch einfach leisten können. Ich muss es einfach dazu sagen, ich habe gelesen, in der Zeitung heute gelesen, dass das hier stattfindet, die Diskussion. Ich habe nichts mit Architektur zu tun, aber ich habe mir was ganz anderes vorgestellt, als was ich jetzt gerade präsentiert bekommen habe, weil für mich war ja eher das Problem, dass wir im städtischen, im urbanen Raum eben sehr, sehr wenig Fläche noch haben. Es wird ja mittlerweile alles zugebaut. Das haben Sie auch in dem einen Foto gezeigt, wo Sie ein Haus gebaut haben. Ich weiß nicht mehr genau, welches es war, wo Sie mal die Nachbarstraße gezeigt haben, wo halt eben kein Wald mehr gegenüber war oder nicht mehr dieses schöne Landschaftsbild, was man halt in der Uckermark noch findet, wo man dann ein einzelnes Haus hinsetzen kann und man rundherum Bäume hat und es sich auch sehr schön leben lässt, weil man eben die Natur rumherum hat. Aber das große Problem ist ja eben auch in den kleineren Städten, dass mittlerweile sowas auch gar nicht mehr in der Stadt selbst stattfindet und dass man eben eher nur noch diese hässlichen Seitenstraßen vorfindet. Und das ist ja auch für einen Großteil der Leute ist es ja das Problem in der Stadt. Also für die Leute, die nicht aufs Land können. Ich nehme nur schnell den Ball und dann schiebe ich ihn dir wieder rüber. Der Grund, warum Sie vielleicht eine andere Erwartungshaltung hatten, hat damit zu tun, dass wir natürlich die als Architese, auch mit dem Rückzugsheft, die Arbeiten von Thomas mit einer ganz bestimmten Brille lesen wollten und die jetzt auch dort wieder gesucht haben. Du hast natürlich einen Werkvertrag gehalten, aber die Fragen, die Sie stellen oder auch dir vorgestellt wurden, die hat uns natürlich auch interessiert, weil da geht es natürlich aus der Arbeit, aus dem spezifischen Oeuvre, was ein Architektenwerk ist, natürlich in größere kulturelle Fragen. Wir haben den Ball in dieses Feld geschossen, so ein bisschen wissend, dass du das zum Teil diskutierst, zum Teil natürlich auch Fragen, vielleicht sind die über deine alltägliche Arbeit hinausgehen, oder? Aber die dich auch interessieren. So, Sie haben natürlich recht, aber man muss sich auch die Frage stellen, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe heute, war das ja mehr Eskapismus von der Stadt. Also ich gehe aus der Stadt raus, aus der dichten Stadt und wenn ich halt das Glück habe, warum auch immer, dann kann ich da in der Uckermark, wo es noch viele freie Fläche gibt, wo es vielleicht auch noch Altbestand gibt, der dann halt saniert wird oder es wird auch einfach neu in die Landschaft gebaut, kann ich dann halt mal, wie der Großteil der Häuser ist ja auch nicht von einer Familie, einer Person ganzjährig bewohnt, sondern immer wieder halt neue Mieter.
das war jetzt eher diese Problematik, die sich ja für Sie als Architekt sicher auch stellt. Ich meine, hier in Weil vor Ort haben wir ja das gleiche Problem, die Stadt ist zugebaut und dann muss man ja in der Stadt selbst diese Orte schaffen, die Sie auf dem Land gerade gezeigt haben, falls es überhaupt noch möglich ist. Also ich glaube, natürlich beschäftigt man sich damit, weil es ja eine grundsätzliche Frage ist, welchen Respekt bringt man dieser Landschaft gegenüber mit, wenn man als Architekt eine Aufgabe bekommt, ein Haus zu bauen, umzubauen, eine Nutzung zu ändern. Und ich glaube, wir können sozusagen diese Entwicklung zur Kenntnis nehmen und sozusagen nur unseren Gradteil dazu beitragen, dass es sozusagen so eine respektvolle Annäherung an diese drei Fragen gibt, nämlich einerseits diese neue Nutzung, dann die Nachbarschaft und natürlich die Natur, in die man sich begibt. Und ich glaube, das sind unterschiedliche Modelle. Also die einen sind die, die wirklich jetzt ein Haus bauen wollen, dann sind es aber die anderen, die dort rauskommen, weil sie gehört haben, hier gibt es am Wochenende irgendwelche Projekte. Und da wäre zum Beispiel zu nennen, in Gerswalde gibt es Lola und Philipp, nenne ich die jetzt, Lola Randl und Philipp Pfeiffer. Sie ist eine Regisseurin, er ist Kameramann und die haben die Schlossgärtnerei in Gerswalde übernommen. Jetzt muss man sich aber gar kein Schloss vorstellen, das war einfach eine Brache, die terrassiert war. Und die haben die aufgeteilt in Flächen und an Ortsansässige vermietet, die dort oder verpachtet für, weiß ich nicht, 3 €. Die können jetzt dort selber ihr Gemüse anpflanzen. Und es gibt dann einen Fischräucherer, der kommt. Und es gibt 3 Japanerinnen, die backen und kochen irgendwelche Mittagessen. Und es ist ein Café. Und es ist plötzlich sozusagen so ein kultureller Ort geworden, wo sich ganz viele Leute zusammenfinden, die einerseits sowieso draußen sind und andererseits Städter anzieht, die sozusagen von dieser alternativen Art, Dinge zu machen, dort ein ganz einfaches Zimmer zu mieten oder mit Freunden einfach im Zelt zu schlafen, dass es diese Orte gibt. Und dann muss man sich auch fragen, Lola und Philipp, die sozusagen so alternativ an alles rangegangen sind und mit Kamera diesen Ort dokumentiert haben und wirklich an diesen Geschichten von den Bewohnern dran sind, dass die eigentlich die Hauptgentrifizierer sind von diesem Landleben, weil die das so interessant und spannend für eine alternative Szene machen, die wollen natürlich dann auch alle irgendwo sein. Und ich finde das eigentlich so einen ganz, ganz interessanten Gratwanderungspunkt, der dieses Wohlfühlen und dieses Loslassen, was jetzt diesen städtischen Kontext anbelangt, eigentlich bezeichnet. Oder ist es sozusagen der Künstler oder der Tischler, der dort wirklich ein Arbeitsfeld haben will, um diese, ich traue mich das Wort gar nicht zu sagen, aber diese Kontemplation zu finden zwischen dieser Natur und seiner Arbeit und der Ruhe aus diesem städtischen Kontext ausgenommen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir eigentlich sozusagen immer nur so einen ganz kleinen Baustein was machen können, dass am Ende ein Gefühl ergänzt, was ohnehin dort stattfindet oder noch spezifischer werden lässt. Aber man kann an der Situation selber eigentlich nur ganz wenig machen, weil es keine Landwirtschaft mehr gibt. Also es gibt Industrielandwirtschaft, aber es gibt keine Bauern mehr. Und das heißt, es gibt 4 Leute oder 4 Konzerne, die diese Uckermark bewirtschaften und dann gibt es noch 5 Biobauern. Und das war's. Aber davon können nicht diese ganzen Ortschaften leben, weil es gibt einfach nichts zu tun. Und ich glaube, dass das eher der Punkt ist, zu entscheiden, wie ist denn sozusagen eine zukünftige Nutzung möglich? Und die liegt jetzt genau 1 Stunde entfernt von der Stadt und bietet Räume an, die im Grunde zerfallen. Und jetzt hat sich in den letzten 5 Jahren aber wirklich so parabelförmig so eine Wahnsinnskostenkurve ergeben für diese Immobilien. Was natürlich genau diesen alternativen Anfängen von den Intellektuellen und Künstlern, die dort waren,
von den Festen, die dort gefeiert wurden, immer mehr Leute die Uckermark hat attraktiv werden lassen. Und das ist vielleicht jetzt keine richtige Antwort, aber sozusagen ich glaube, dass das Grundübel in der Erwerbstätigkeit der Bevölkerung liegt dort. Und wenn nichts zu tun ist, dann geht man. Und das, also ihr hattet das ja Rückzug genannt. Dieser Begriff aus dem Militärischen könnte auch genauso mit Vormarsch begriffen sein. Es gibt eben Leute, die ziehen sich auch anderweitig zurück, nämlich in die Stadt, weil sie einfach ansonsten keine Perspektive haben. Und andere kommen und ersetzen. Und ich glaube, dass diese Idee, dass sozusagen der böse Städter als der Reiche, der jetzt die Landschaft dominiert, dass der nicht ganz korrekt ist, sondern die Ortschaften haben nur mit den Städtern im Moment eine Chance, weil die ansonsten zerfallen. Und dann könnte man natürlich überlegen, ob das auch ein romantisches Landschaftsbild ist, diese zerfallenen Ortschaften zu haben. Aber ich glaube, im Moment wiegt sich das ganz gut auf. Ich bin extrem froh, wohin die Fragen und das Gespräch sich entwickelt hat, weil das sind eigentlich auch genau die Themen, die uns jetzt in dem Rückzugsheft beschäftigt haben. Ich wiederhole das jetzt wegen, ich lade alle ein, das Heft zu erwerben. Wir haben da einen Tisch, es gibt es heute für 20 € bzw. für 25 €. Da gibt es sowohl das Interview mit dir, wo auch diese Themen angesprochen werden und wo wir sie auch noch vertieft diskutiert haben. Es gibt natürlich über diese übergeordneten Fragen, die wir jetzt angerissen haben, sind auch auf verschiedenen anderen Ebenen dort thematisiert. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für die Zeit, die du genommen hast, hierher zu kommen, für die vielen tollen Projekte, die du uns gezeigt hast. Ich danke Vitra, dass wir wieder hier zu Gast sein durften in diesem großartigen Raum mit der entspannten Atmosphäre. Ich danke Stefan Högelmeier und Euroboden, der uns immer wieder unterstützt, diese Veranstaltung durchführen zu dürfen. Und ich danke dem FSAI, dessen Verbandszeitung die Archithese ist, dass sie uns auch bei dem Kontextformat unterstützt. Und bitte gebt ihr nochmal einen Riesenapplaus für den Vortrag. Vielen Dank.